Worum geht's denn? Darüber, dass ihr die scheiß verfickten Hände hochnehmen sollt. Aussteigen! Okay. Gar nichts können die uns. Sie können nur was ist passiert mit der Geisel? Die liegt. Da ist auf das FIB. Fahr vor, fahr vor, fahr vor! FIB, FIB, FIB. Ich nehm mir mal dein Handy da, ne? Aussteigen, hübsche Mann. Also, das, was habt ihr, was, der Plan ist doch der, den du mir gesagt hast, richtig? Wir werden Cops hochnehmen und dann, genau, Cops hochnehmen, mitnehmen, an einen Ort gehen, wo wir nicht gefunden werden. Das, wir werden das aufteilen, die Fahrzeuge, und in Bewegung bleiben. Ihr wisst, wenn wir an einen Ort gehen, ist scheiße. Mimi und Levin werden sich darum kümmern, dass die Bullen keinen Spaß haben, während sie telefonieren mit den... mit den anderen Cops und denen sagen, was unsere Dings sind. Guy hat die Einsatzleitung, das heißt, Sky wird euch auch sagen, was ihr am Telefon zu sagen habt und so weiter. Wenn was mir da nicht passt, schreite ich schon ein. Da wir am Ende mindestens 2 Bullen bzw. 3 haben könnten, müssen wir die Fahrzeuge so haben, dass wir schnelle Fahrzeuge, mit denen wir abhauen haben können haben, was auch immer, Digga. Und da sitzen 3 Leute jeweils drin, dass ein Bulle jeweils mit einsteigen kann. In einem Auto sitzen einfach Egon, Mimi und Levin. Ihr werdet eine Geisel bekommen. Okay. In einem. Holy, du bist raus, richtig? Ja. Holy und ich hier sind jeweils auf einer BF. Warum bist du auf einer BF? Weil ich das später das zu der Fit wegbringen muss. Okay. Ich bin mitten in der Zeit irgendwann mal weg. Ja. Ist Finn hier? Nein. Nee. Habe ich versucht anzurufen. Geht nicht. Wer ist der Maskierte neben Helen? Das bin ich, Sky. Achso, Sky, du bist auf einer BF. Ich war also auch ich auf muss auf einer BF fahren, weil ich einmal spotten werde. Ja, dann leitet der Kim auch ein Auto. Wen willst du in deinem Auto haben? Ist mir egal. Sag jetzt! Ich weiß auch nicht, wer schon frei ist. Akim ja, bekommt Leni. Darf ich ganz kurz? Genau, ja, Leni und Prinz, ja. Ah, wir machen das schon. Ja, Mann. Ja, geil. Ich weiß nicht mal, was wir machen. Levin, und Egon, Prinz Mimi, leitet ein dieses Team. Auto, Digga. Prinz leitet das Auto. Prinz, Leni, Hakim, ein Auto. Hector müsste irgendwo sein. Warte, ich bin da. Ich rufe meinen Hector an. Warte kurz, ich rufe ihn an, Digga. Chill. Ich gehe doch nicht 20 Meter weg, nur um ihn anzurufen. Jerome und Hector will dich getrennt haben. Nur, dass ihr ja. das wisst. Von den Frank, komm her, Digga, wo bist Jerome. Du? Ach so, oder komm jetzt, Cage, jawohl, warte. Mit und ja. Helen und... Wer steht denn neben dir, Helen? Sky und Joshua, ne? Ja. Genau, dann Joshua, Hector, Helen. Wir brauchen 3 Autos, ihr macht das letzte Auto, das 4er Autos. Das sind Wong Chu, Helen, José und Hector. Hector. Hector okay. Kommt gleich, der ist am Lager. Der Lager kommt irgendjemand gerade nicht eingeteilt. Der Dulli. Ja. Ich hab mich schon gewundert, die Nummer kam mir so bekannt vor. Das sind Bullen, das sind Bullen. Oh. Da war ich ein Exporteur eben. Wo ist ein Bulle? Aussteigen, hübscher Mann. Kurze Frage, wo haben Sie Ihr Funkgerät? Mach mal den einen Camacho weg, damit Hallo? Der genau. Einmal ja. die Hände über den Kopf. Ist das hier am Gürtel, das Funkgerät? Ja. Okay, dann mache ich das mal da ab. So, kommen Sie mal bitte mit. Okay. Zu mir. Warum stellst du dich hier hinten hin? Cops, einsteigen. Ach man, wie hat der schon wieder Dispatch gesendet? Bitte. Verpisst euch! Ne, die kommen jetzt mit. Ja, es wurden Dispatch gesendet. Ja, es ist wieder so lächerlich. Oh. Guck mal, ob da noch mehr kommen, genau. Da ist auch das FIB. Fahr vor, fahr vor, fahr vor! FIB, FIB, FIB. Ich nehm mir mal dein Handy da, ne? Den nächsten Cops. Nein, das ist FIB im Grün. Das ist ja, FIB. Komm, einsteigen, Jella, keine Zeit. Vorne. Ja, es ist halt wieder. Fahr mal sofort den Camacho, damit wir die zur Not wegschütten können.
Ja. Ja. Ja, wir Pisto. Verpisst euch! Verpisst euch! Ja, moin. Da, guck mal, der nächste. Verpisst euch! Ja, das war's. Das war's. Weg hier. Ja, Digga, das sind zu viele. Weg hier. Junge, wo? Das macht keinen Sinn, wir müssen weg hier! Meine Fresse, dass sie das nie verstehen! Was ist denn? Ja, fahr noch mal rum. Warum? Wir wissen, wo die kommen. Warte. Ja, guck mal, jetzt haben wir die am Arsch. Ist gut, das ist gut, das ist gut. Piss. Du fährst halt Müll zusammen gerade. Ist gut, dass Heftig. Wir die am Arsch haben. Eli. Gib ihm einfach Vollstoff, gib ihm Vollstoff. So, hier ganze City. Wir werden gleich auf uns schießen. Bin mir schon wieder ganz sicher. Pass auf, sind die geistig heftig dumm. Geistig, okay. Wir haben komplett 5 Streifen am Arsch. Mhm. Und Heli. Gib ihn einfach. Ist aber nicht schlecht, dann sind die ein bisschen von euch weg. Wo seid Digga, ihr? Wir haben 2 Helis. 2. Weggepittet. Okay, seid ihr weggekommen? Okay, ihr habt einen Freund dabei und ihr seid unterwegs. Scheiß drauf. Okay, dann ist gut. Okay. Wir werden eh gleich gepackt. Wir werden eh, na, wir haben FIB am Arm. Wie voll sind deine Taschen, Helen? Pack das gleich mal in Handschuhfach direkt. Wie voll? Okay. Schneller als hier. Helen. Was? Wie voll sind deine Taschen? Geht so. Ich gib will mir alles, gib mir alles, gib mir alles ins Handschuhfach packen. Ich will hier nichts gepackt werden. Fahr, gib ihm. Lass dich nicht nervös machen. Fahr einfach ganz schnell durch die Stadt. Ist gut. Wir shooten auch erstmal noch nicht. Klar nicht. Gar nicht shooten. Das wird komplett drum. Links. Ja. Erstmal haben wir gerade noch. Ja, doch, wir haben schon was gemacht. Fahr weiter. Seid ihr behindert oder so? Alter. Heftig. Fahr einfach weiter. Dumm, Digga, fahren uns. Wie dumm sind wir irgendwie sowas? Als hätten wir schon irgendwie ihn getötet oder so. Ja, wir sind beteiligt an der Geiselnahme. Hä, Digga, wir standen da zufällig. Nimmt gleich alle eure Masken ab. Ganz einfach, wenn wir halten. Ja. Alles gut, ganz entspannt. Ganz entspannt, Jerome. Alles gut. Fahr einfach weiter. Wiedergange, Widerstand gegen Staatsgewalt. Mehr nicht, Digga. Das sind 1500 Dollar oder so. Ich hab mal Waffe in der Tasche. Was hast du denn? Sollten wir angehalten werden? Pass auf. Vorsichtig. Gut. Oh. Bruder, seid ihr geistig? Jetzt geht nichts. Scheiß drauf, lass, scheiß drauf. Masken ab. LPD, bleiben Sie stehen. Ah. Zum Glück war ich Bruder, angeschnallt. Nimm deine scheiß MP runter, wir sind unbewaffnet. Ich nicht. Ja, dann kommt doch mal raus. Ja, ich krieg die Tür nicht auf, ihr seid da 1000 mal reingefahren. Nimmst du weg. Kann ich nicht. Jetzt! Kann ich nicht. Wie soll ich die Tür aufmachen? Also entweder kommt ihr raus oder wir holen euch da raus. Ja, dann hol mich hier raus. Ich krieg die Tür nicht auf, die zerdrückt. Kaputt. Warte. Reiß an der Tür, versuch selber. Anfahren konntet ihr uns ja auch, ne? Also. Hä? Was hat denn das damit zu tun, dass ich die Tür nicht aufkriege? Was ist denn das für eine Logik? Mach die Tür auf, mach! Jungs, zieh dran! Eins, ne? Zieh an der Tür! So gut, wenn ihr jetzt hier Auge macht. Achso, ne? Drohen jetzt auch. Gut. Ja, ich drohe euch gerne. Hast du gerade zugegeben, dass du mit einer Geiselnahme beteiligt warst, also hol mich da raus. Ja dann hol mich bitte hier raus. Reiß die Tür hinten auf. Mach! Das ist die letzte Aussage. Ach, Leute. Als hätte ich jemand umgebracht, stehen die hier um das Auto rum. Gut, dann schlag die Fenster ein und hol die da raus. Ja, dann mach das. Ja, gar keine. So, ich komm raus. Okay? Sitzt hinten noch jemand? Nein.
Könnt ihr von außen eine Tür reißen? Vielleicht kriegt ihr die auf, ich krieg die von innen nicht auf. Ja, gehen Sie bitte weg von der Tür. Wenn derjenige jetzt nicht rauskommt, schlage ich die Tür ein. Ja, könnt ihr bitte eine Tür reißen? Ich krieg die von innen nicht auf. Ich rutsche über den Beifahrersitz. Einmal dran reißen, Tür bitte. Das wäre supi. Versuchen wir erstmal dran reißen. Vielleicht klappt das ja. Ja, wunderbar. Von innen geht's nämlich nicht. Kommen Sie einmal bitte hier rüber, einer von Ihnen. Jo. Stellen Sie sich mal immer ins Auto. Mit dem Gesicht bitte ins andere. Genau. Schon ein bisschen heavy, was Sie gemacht haben, ne? Großer, einmal umdrehen. Sie haben uns halt volle Kanne gerammt. Ich frage mich ehrlich gesagt, wie Ihr Fahrzeug fahren kann. Ihr habt uns 1000 Mal gerammt. Nee, vorhin am Exporteur haben Sie uns. Egal, das nächste Mal hol ich mein Handy raus und ich film das und zeig dir das dann. Wollt ihr mich gerade verarschen? In die Seite, hinten rein. Ihr habt euch mit auf die Straße gestellt. Wären wir in euch reingefahren, ich schwöre, wenn wir an euch reingefahren wären, dann wären eure Köpfe geplatzt durch den Druck. Und ich bin nicht ohne Grund so sauer. Ja, ich auch nicht. Wie kann man denn mit auf der Straße stehen? Stell mal vor, wir fahren mit 200 rein. Ihr seid tot, tote Menschen. Aber dass wir euch nicht gesehen haben, sonst hätte ich mich da ganz sicher. Ihr stellt euch absichtlich auf die Straße als Sperre. Was ist das für eine Straßensperre? Wo sich lebende Menschen reinsetzen und warten. Ich glaube, da muss ich mit Ihnen nicht drüber diskutieren. Ja, wo lebende Menschen drinnen sitzen und warten, bis jemand reinfährt oder was? Also der Herr hier ist durchsucht, der kann mitgenommen werden. Ja, für nix, ne? Was wollt ihr mir denn anlasten? Das werden Sie dann noch hören. Ja. Gut. Woran? Ja, das sprechen wir mal ab. Ja. Ja, kein Problem. Der Herr, einmal bitte den Ausweis zeigen und dann... Ja. Ah, die Putzfrau bei dir wird sauber gemacht. Okay. So, Herr Blättwinkel, folgen Sie mir bitte. Mhm. So, der Herr, folgen Sie mir beide. Okay. Wo geht's denn jetzt hin? Was sag ich Ihnen gerade? Okay. Direkt JVA oder was? Nein. Okay. Direkt wieder raus. Richtig. Support, Sie können gehen. Hä? Das war eine Forderung von Ihrem Kollegen. Wir wollen auch, dass unsere Leute rauskommen. Und dementsprechend sind Sie jetzt frei. Hauen Sie ab. Okay. Okay. Ja, tschüss. Nicht Fragen machen. Hä? Digga, ist ja völlig dumm. Komm mal mit. Lass mal unten durchrennen, bis hinten auf dem Parkplatz. Weißt du, was ich nicht meine? Mit Maske? Warte mal. Das ist FABler? Oder das ist ohne Maske. Normal, das sind FABler. Guck doch mal, die tanzen da sogar. Ja, sind die behindert? Komm auf die Bühne, Gitarre dabei, nicht weil ich spielen kann, sondern nur für den Vibe. Ich weiß, man deine. Oh, hallo. Hi, was geht? Oh, nicht so viel. Bei euch? Weiß nicht. Ist das jetzt hier der dritte Floor oder wie? Ich chill gerade. Ja. Bist du bei mir zu Hause chillen, Jungs? Ja, das wäre cool. Findet ihr es cool hier? Ja. Echt? Also ich habe gehört, das Hotel soll ganz schön schäbig sein. Ist das echt schäbig? Ja, hier wohnen nur Kriminelle und so. Ja, und hier wohnen nur Kriminelle. Okay. Ja, also an eurer Stelle ist nicht so eine schöne Gegend. Ja. Was macht denn ihr? Party. Party. Genau. Nee, wir wollen eigentlich sprechen mit euch. Was denn? Was denn? Wo geht's denn? Worum geht's denn? Darüber, dass ihr die scheiß verfickten Hände hochnehmen sollt. Aussteigen! Okay. Los, hopp, raus! Jo, kein Problem. Ja, chill. Jungs, was ist denn mit euch los, hä? Heftig. Heftige Jungs. Irgendwas dabei, woran ich mich verletzen kann? Nein. Mal schauen. Jo. Digga, was sind eure Mission? Heftig. So, sind vorläufig festgenommen. Ja, wofür? Gleich ihn gleich. Aha. Einmal zum Antrinken. Hast du genug Essen trinken dabei? Ich schätze ja, weiß ich nicht genau. Okay. Trinken brauche ich noch.
lass das hier aber nicht wieder 150 Jahre dauern, dann penne ich hier ein. Ja, ja, danke. Ja, wir versuchen das so schnell wie es geht zu klären. Ja, kann ich meinen Anwalt anrufen? Ich brauche einen Anwalt. Das kriegen wir gleich hin, ja. Nö, ich hab ja mein Telefon noch. Lul. Ja, Bro. Oder ist jetzt gerade im Knast? Also nicht im, Knast? Nicht im Knast, sondern unten bei den Zellen. Warum? Wir sind vor Catch gefahren, wir haben gefragt, was die scheiß Alphabiler da wollen. Und dann haben die kurz gequatscht und meinten so, ihr nehmt jetzt eure Hände hoch. Und da kam aus allen Ecken Alphabiler. Ja, lass ich drüber reden. Wung Shu und so, das FIB hat Wung Shu wieder am Cage-Hops genommen. Nein, Helen auch und Levin auch. Helen, Levin ist bei uns, Helen und so. Ja. Ja, dann knallen wir die, ja okay, hab ich Bescheid. Jerome, dann knall die ab, Digga, fick die alle. Ist mir egal, bringt die alle um. Aber ich bin ehrlich, ich möchte, dass unsere Jungs das Gefühl haben, wenn sie drin sind, dass sie auch was für sie. Mit dieses ewige an den eigenen Arsch denken, weil wir auch im Knast kommen. Ja, aber wenn, so, weißt du? Ja, aber wenn wir an sie denken sollten, dann sollten wir die Geise gehen lassen und es darauf beruhen lassen. Wenn wir die jetzt raus und dann kriegen die noch mehr Strafe reingedrückt, weil wir dadurch noch eine weitere Erpressung machen, weißt du? Das ist ja Freiheitsberaubung, ist das eine. Was hältst du davon, wenn du hässlich fragst, was er will? Ja, mach ich. Bro, liegt jetzt an dir, sollen wir euch rausholen mit der anderen Geise? Dann müsst ihr aber, dann seid ihr die ganze Zeit auf Flucht und dann werden die euch richtig ficken. Ja, ich hab doch morgen Verhandlungen vom Ding her, da werden die mich eh wieder catchen und rumnerven. Also macht's gar keinen Sinn, euch rauszuholen. Da weiß ich nicht. Musst du morgen zur Verhandlung. Da hast du schon recht. Ich hab keinen Termin. Ich hab keinen Termin, nix. Er hat gesagt, scheiß drauf. Also wenn's nach ihm geht, Geisel töten. Ja. Das ist ja keine Option. Er bleibt, der hat morgen eh eine Verhandlung, weißt du, wenn wir ihn jetzt rausholen, er muss ja morgen eh zur Verhandlung. Das heißt, auf Flucht ist ja Bullshit. Los, Sir. Ja. Einmal Perso. Können Sie gern haben. Bitteschön. Cooler Vorname. Danke. Alles klar, einmal warten. Wie lange noch? Also kriegen Sie wieder. Jetzt erstmal 60 Minuten Untersuchungshaft und danach alles weiter. For real jetzt? Wofür denn? Ihr habt doch gar nicht gesagt, wofür! Du Digga. Bruder, aber einen Gefallen muss ich mir tun hier. Ich bin gerade auf 250 Millionen. Was denn? Digga, der Schwanz kommt hier rein. Er sagt zu mir, ja, du kriegst gleich, ne, kommt gleich jemand. Ich sag, wann? Ja, nach 60 Minuten Dingshaft. Digga, die provozieren hier noch richtig rein, Digga. Die fühlen sich, als wenn sie gewonnen haben. Töte die Geisel einfach, bitte. Ja, ich kriege. Ja, wir müssen, wir knallen die Geisel ab. Warum? Wir kommen gerade zu Wung Shun sagen, er fragt ja, wann wird sich um mich gekümmert. Die sagen absichtlich, ja, nach 60 Minuten, wenn deine U-Haft vorbei ist. Zögern extra Zeit raus. Ja, darauf knallst du eine Geisel nicht ab, Digga. Was? Ja, die kriegt einen Oberschenkelschuss. Macht wie du, ja. Ja, willst du die echt abknallen dafür? Für was denn? Also die wissen ja nicht, dass sie es lassen sollen. Dann sag denen, die sollen sich sofort um die kümmern. Das ist doch ein geiles Argument. Mach, wie du denkst, Bro. Ja, es hieß klar, klipp und klar, lass die gehen. Lass die gehen heißt nicht gehen lassen, dann direkt verhaften. Also meiner Meinung nach haben die schon... Was jetzt mit denen? Was macht ihr mit denen? Mir ist es egal. Ja, aber sorry. Ist sie noch da? Ja, dann muss ich... Gar nichts können die uns. Sie können nur... Was ist jetzt passiert mit der Geisel? Die liegt... So, bewusstlos. Ja. Na gut. Habt ihr Arzt gerufen? Ja, ich hab Dispatch, hab ich gemacht. Alles klar, okay, dann kommt auch zum Golfplatz. Okay. Maskiert, ohne, bringt eure Waffen weg. Alles klar.